schön. Mal gucken, was er zu bieten hat. Wahrscheinlich wieder scheiße, wie immer. Hey, Schnuggi, was geht? Blümchen, Farbstoff. Korallenblöcke. Birke, Farbstoff. Skelettenbrunnen. Pufferfisch. Skelettenbrunnen. Ich hab den Bogen bekommen. Okay. Hallo Zombie. Okay, ich habe jetzt einen Plattenspieler. Sehr schön. Und Notenblöcke. Ah, jetzt machen sie Musik. Na gut, wenn du draufklopfst, änderst du. Mit Rechtsklick änderst du die Tönhöhe und wenn du draufklopfst, geben sie ihren Ton von sich. Aha. Also einstellen und draufkloppen. Na gut, ich hole da mal ein Pferd. Außerdem ändern sie, was für einen Ton sie von sich geben, je nach Untergrund. Gerade auf Sand und... Auf Teppich stehen sie gerade. Auf Teppich stehen sie gerade, okay. Ja, da klingen sie nach dem Harpsichord. Musik. Nicht einstellen, wenn Modi daneben. Geh nicht kaputt durch, wenn man die haut. Nicht solange du nicht dauerhaft drauf haust, baust du sie ja nicht ab, aber einmal drauf gehauen. Das ist drauf. Mal ein bisschen Ton einstellen. Kann man dann ran, wenn man ganz viele hat, kann man dann eine Melodie daraus machen. Und oh, den ja. Scheiß mit Redstone verkabeln. Dann kannst du den Scheiß auch automatisieren. Und das Türklingeln machen. Das könntest du auch. Aber das würde ich dann nicht mehr in deinem Haus machen, sondern eher darunter. Ach, im Haus geht schon. Der kleine Wichser will schon wieder in mein Haus. Und er ist in mein Haus. Ausgebruch und du bist tot. Nein, der Händler. Wolltest du dein Bett? Ist in mein Haus eingebrochen, der Arsch. Oh, was für eins nehmen wir? Sehr viele weiße Pferde hier. Nehmen wir dich. Gerade ist die Playlist aus, dass er muss selbst Musik machen. Dann sing! Zweitonmusik. Das ist meine Warteraummusik. Oh, ich könnte mir eine Armbrust machen. Ich habe das Zeug dazu. Was bringt eine Armbrust? Sie schießt. Wow. Ja, was soll eine Armbrust bringen? Was machst du mit der Armbrust? Wie effektiv ist, bringt das irgendwas mehr als ein, wie ein Bogen oder? Ist... Kannst sofort schießen. Ja. Mit voller Kraft. Du musst brauchst aber trotzdem Pfeile für, oder? Ja. Ich glaube, du kannst aber, glaube ich, mittlerweile genauso verzaubern wie ein Bogen.
Ja, kannst du einmal das ist im Endeffekt die Wahl zwischen Bogen und Armbrust ist, willst du schnell schießen können und danach lange nachladen oder willst du lange laden und danach schießen können? Kann ich mein ich Schwert... Die Armbrust übrigens lieber. Kann ich ja, mein Schwert... Ich kann mein Schwert also nicht mehr an die Dingens machen, also an den Rüstungsständer. Dein Schwert passt in den Rahmen packen. Ich glaube, das konntest du noch nie rein. Also in Minecraft Switch Edition ging das. Also in Rüstungsstelle, da meine ich mich nicht noch zu erinnern, dass man dem eigentlich alles in die Hand das ging. Den konnte man in die Hand drücken. Konnte man noch eine Karte in die Hand drücken. Obwohl, der hat keine Hände. Ja, deshalb. Hm. Ich glaube nicht, dass man dem irgendwas in die Hand drücken konnte. Also in der Switch Edition ging das. Ja, in Bedrock geht das, aber in der normalen konnte man es glaube ich noch nie. Gibt es einen Ständer für die, wo man das Schwert reinstecken kann? Gab es doch auch. Es gibt einen Rahmen. Oh, kannst du einen Rahmen es gab machen, aber ein Ausstellungsding, so ein Puls, wo man das draufstellen konnte. Ja, in der Bedrock-Version gibt es das. In Java gibt es das nicht. Kein Puls, wo man es draufstellen kann? Das ist ja scheiße. Es gibt einen Pult für Bücher, aber das war's. Das ist ja scheiße. Ganz täuschend. Ich bin einfach nur eine Viertelstunde kurz durch die 1.17 durchgeflogen und habe nichts gesehen, was mich auch nur im geringsten interessiert hat. Es gibt jetzt, glaube ich, es gibt eine Ziege und einen Axolotl, habe ich gehört. Oh, cool. Ja, es gibt halt neues Bergbiome und es gibt neue Höhlensysteme. Nein, die gibt's beide noch nicht. Die sind noch nicht drin? Nein, die kommen in Teil 2. Wie gesagt, nichts an Interesse ist drin. Wow! Das okay. Haben sie aber so nicht angekündigt. Doch, haben sie. Vor knapp 2 Monaten haben sie schon gesagt, dass sie den Scheiß in 2 Teile aufteilen wollen und der ganze Höhlenkram in den 2. Teil ist. Aber wie Wie macht man denn Platten? Muss man die finden, oder? Die musst du finden. Ah, ist ja Blödsinn. Es gibt genau 2 Möglichkeiten, Platten zu kriegen. Entweder du schaffst es dafür zu sorgen, dass ein Creeper von einem anderen Mob getötet wird. Das hatten wir oder öfters. Du findest einen Mob. Oder du findest einen Mob-Spawner. Da sind in den Kisten dann teilweise Platten drin. Okay. Wir haben übrigens jetzt ein hängendes Pferd hier. Schon wieder. Jetzt dauerhaft. Und extra dafür ausgelegt hier. Hurra. Dann versuchen wir drauf zu reiten. Hat scheinbar nicht geklappt. Nein, und das Pferd ist gestorben. Music this. Ja, zumindest funktioniert's. Dann hänge ich da jetzt das Lama vom Händler auf. Kannst du es auch finden in Woodland Mansions? In Bastion, im Never. Und es gibt. Na, im Never. Und dann müssen wir mal irgendwann zu Never. In vergrabenen Schätzen gibt es auch Discs. Also, oh ja, also das gab's ja mal. Dann müssen wir mal in Never. Also, und es gibt auch manche, die kriegst du nur an bestimmten Orten. Also zum Beispiel Pickstep bekommst du zum Beispiel nur im Never in den besten. Wir müssen mal Lapis Lazuli zu diesem besorgen. Das Händler-Lama hängt jetzt. Wo ist mein Spinnenseil? Ich hatte hier irgendwo Spinnenseil. War ich das auf der Wanderung verloren, oder? Wahrscheinlich. Ah ne, hier. Da habe ich 3 Faden. Okay, Haken hatte ich auch drüben. Haken, bist du jetzt ein Pirat, oder was? Nee, ich mach mir eine Armbrust. Ich mache mir eine Armbrust. Ja, Gesundheit. Danke. Jetzt habe ich auch endlich eine Verwendung für den Kessel.
Ich habe auch keinen Rahmen mehr, wo ich das Schwert hinpacken könnte. Ich muss wohl eine Truhe packen. So, den Haken. Wurde ich den hingesperrt? Ich hatte jedoch ganz tot sich an den Haken. Okay, das Händerlama ist tot. 2, 3, 4, 5, 6, 8 von den Platten kriegst. Kannst du überhaupt? Armbrust. Warte, nee. Haben wir noch andere Tiere hier? Oh. Du kannst in der Java-Edition scheinbar nur 3 verschiedene Platten finden von den 13. Ah. Da ist Pfeil. Noch mehr Pfeile. Noch mehr Pfeile. Ich guck mal, ob ich irgendein Tier finde. Sehr schön. Und wenn ein Creeper durch ein Skelett oder ein Stray getötet wird, droppt er eine random Schallplatte. Juhu. Fortschritt erzielt. Hurra. Ach du Scheiße. Bin ich hier hineingeraten? Interessiert mich jetzt. Spectator und irgendwo in den Himmel. So, unterirdisch. Haben wir keine Tiere hier in der Nähe? Nö. Hinten am Sumpf, da ist einiges an Tier. Ja, da muss ich aber wieder durch den halben Sumpf rennen. Da musst du wohl. Ah, jetzt geht's endlich los. Was geht los? Ich glaube, jetzt kommen Watch Dogs DLCs. Du glaubst. Laut Gronkh kommen die jetzt. Ach, dem hörst du zu. Ja, jemand anders streamt ja nicht alles. Gibt's nicht einen Stream dazu, also einen generellen Stream? Ja, dieses Jahr gibt's 50 Streams von jedem Publisher. Wie bei der Gamescom immer. Gibt's einen Revolver Digital Stream? Der kommt heute 22 Uhr. Oh. Ich freue mich, was sie aus letztem Jahr machen. Oh, es ist... Und ich freue mich vor allem auf die Spiele, weil die Wolf ist eigentlich immer geil. Außer Fall Guys. Fucking Bullshit. Das hat mir mal jemand gezeigt. Das ist so unfassbar abgefuckt. Was ist eigentlich aus diesem Spielautomaten von letztem Jahr geworden? Keine Ahnung, ich hab's nicht wirklich so verfolgt. Ich hab nur eine von den Präsentationen gesehen. Ich guck mir eigentlich jedes Jahr alles an. Und die wollten auf jeden Fall für Enter the Gungeon nochmal eine extra Spielhallenversion rausbringen, die du auch privat kaufen kannst für 10.000 Euro oder so. Ich lerne jetzt gerade Armbrust schießen. Ich hab nur die Stelle im Kopf, wie sie noch ihre Präsenterin am Ende der Präsentation erschossen wird und sie dann als Cyborg wieder zusammengebaut wird. Das war vorletztes Jahr! Ja, das ist das Einzige, was ich. Können wir mal schlafen gehen? Letztes Jahr war es irgendwas anderes, aber die Cyborg-Präsentatorin kam zurück als Terminator oder sowas. Habt ihr gerade mal Bock, schlafen zu gehen? Wir sind verknüpft.
Es ist eine Welt. Ich habe kein Bett hier, aber ich kann einfach starten. Ich bin gerade mitten im Sumpf und werde von Creepern explodiert. Ich brauche damit. Ich kann mit der Armbrust nicht gegen Zombies kämpfen. Na danke, die Creeper sind trotzdem hier. Die Armbrust ist. Das Schaf, das eigentlich hängen soll. Die Armbrust ist äußerst ineffektiv gegen Zombies. Und andere Monster. Ist halt wie einen Bogen. Also wirklich der. Bloß langsamer. Bloß verdammt langsamer. Nein, ist es nicht. Doch. Weil du immer nachladen genau musst. Genau dieselbe Zeit. Bloß, dass du statt. Du musst genau nachladen. Die Zeit, die du brauchst zum vollen Nachladen von einem Bogen. Das ist exakt dieselbe Zeit. Aber für jeden Schuss beim Bogen? Ja, natürlich. Ja, für jeden Schuss beim Bogen. Der Bogen ist kein Maschinengewehr. Jetzt jedenfalls okay. Nicht mehr. Er war's mal. Ja, früher. Wollte ich gerade sagen, habe ich auch anders in Erinnerung. Wie macht man Pfeile? Ach so, so macht man Pfeile. Mit einer Feder. Wann können Creeper einem eigentlich im Wasser Schaden zufügen? Habe ich Federn mit? Wie kriegt man Federn? Hühner. Nee. Hühner haben noch nie. Ich habe noch nie Hühner und Federn droppen sehen hier in Minecraft. Das muss ja äußerst seltsam sein. Nein. Äußerst selten. Nein. Dann hatte ich bloß immer unheimlichen Pech. Scheint so. Oder sie haben irgendwas verändert, was mich wundern würde. Hühner sind jetzt seltener als Diamanten. Ungefähr so selten wie Kürbisse. Selten. Kann ich so selten wie Netherite. Was waren das für Geräusche? Okay. Ich habe hier einen Huhn mit einem Mini-Pick-Schwein-Dingens. Was? Habe ich das Tor aufgelassen? Ja. Hier ist ein Schweinemensch auf einem Huhn. Ich wusste gar nicht, dass die auf Hühnern reiten. Tun sie. Die sind freundlich, solange du sie nicht angreifst. Behalt ihn als Haustier. Ne, er ist gestorben. Oh, warum? Weil er durch dein Deck erdrückt wurde. So wie gedacht. Okay, keine Fehler. Ja, rohes Hühnchen habe ich bekommen, aber keine Fehler. Federn droppen die, glaube ich, nur, wenn sie leben bleiben. Okay, und wie lasse ich sie am Leben? Einfach scheren oder was? Wie lasse ich Tiere am Leben? Mit der Schere? Soll ich sie mit scheren oder wie ein Schaf oder? Nein, du sperrst sie ein, beutest sie aus, sammelst die Eier und Federn ein. Mhm. So wie gut okay. Kapitalismus. Bei Prof zu den Schafen mit einsperren. Und hier ist das graue, und hier ist das pinke Schaf bei mir auf dem Berg. Soll ich auch mal scheren gehen? Warum kleben hier 4 Erdblöcke mit Umrandung an meiner Wand? Wo habe ich meine Schere gelassen? Hallo? Ja. So ein bisschen. Wirkt gerade so, als wäre irgendwer aus dem Discord geflogen. Ja, war bei euch vorhin auch so. Wir sind ein bisschen geschafft von der Woche. Wieso müssen kriegst alle fertig. Sterben? Leder. Ich bastel gerade rum und probiere eine Schallplattenfarm zu bauen. Ha. Ah. Aha, also gibt's doch Schacher. Gibt's doch Schacher. Ich hab irgendwo in die Ecke zurück, irgendeine Ecke dieser Welt versteckt zurückgezogen und bastel den Scheiß gerade in Creative, einfach nur um zu wissen, ob die mehrere alle Schallplatten droppen können oder nicht. Mhm. Also hast du schon ein paar Schallplatten oder was? Nee, Creative ist nicht schwer. Ich muss mich ja immer wieder auf Survival schalten, damit die Skelette in meine Richtung schießen, wo aber die Creeper dazwischen sind.
Moment, du könntest doch im Creative mal nachgucken, ob wirklich immer noch nur 3 Schallplatten hier verfügbar sind. 13 Schallplatten gibt's trotzdem im Creative. Ich habe natürlich kein Leder. Also könntest du eigentlich einfach die anderen, die man nicht kriegen kann, reinsetzen. Ich guck bloß jetzt gerade, ob die Creeper sie droppen können. Dann müssen wir mal das irgendwie hinkriegen, wenn wir die Creeper aufeinander hetzen können. Die Creeper aufeinander hetzen bringt nichts. Nein, ein Zombie durch den. Du hast ja gesagt, ein Zombie muss durch ein. Ein Creeper muss. Ein Creeper muss durch ein Skelett sterben. Dann müssen wir das mal hinkriegen. Ah, da ist meine Schere. Was genau wollte ich jetzt mit der Schere tun? Kommen tatsächlich noch mehr Assassin's Creed DLCs. Das blinkende Schaf wollte ich damit tun. Mal gucken, ob das geht. Ich verfeinere gerade noch mein Design und hoffe, dass die Skelette sich nicht gegenseitig erledigen. Sollen wir die Playlist anmachen? Hat jemand von euch noch Eisen übrig gerade? Gerade nicht, ne. Und es hat sich gerade zwei Skelette gekillt, das habe ich gerade gehört. Ja, tatsächlich hier. Cool. Ist, Ich habe schon Eisen geklaut. Hierhin. Von mir hast du Eisen geklaut. Ja. Was? Das brauche ich selbst. Das brauche ich selbst. Hättest doch meinen Eimer klauen können. Ich hab doch irgendwo noch einen Eimer. Drei kannst du wieder haben. Muss eh auch noch irgendwann mal Eisen suchen gehen. Ich muss noch hier. Ah, da läuft das nackte Schaf rum. Die Hühnchen, die geben hier einfach keinen. Die geben einfach keine Federn. Das kommt nicht vor. Aber die Musik ist schön. Oh, großer Gott. Was ist der gerade hochgegangen? Oh mein Gott, was ist das denn? Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist los? Das kann ich gleich sagen. Wir können es alle nicht sehen. Das musst du uns schon sagen. Es kommt anscheinend durch Ubisoft ein Film oder Serie zum Gesellschaftsspiel Werwolf raus. Okay. Was? Ist ja nicht schlecht. Das ist quasi Among Us als Serie oder Film. Ist ja nicht schlecht. Scheiße, jetzt habe ich den Titel verpasst. Ja, ich guck. Muss schon mal googeln. Wann macht Ubisoft Filme? Eine Among Us Serie, das wär's auch mal. Kommt. Ich wette mit dir Netflix, aber es liegt nächstes Jahr fertig. Ey, dann wenn der Trend endgültig tot ist, hoffentlich. Among Us, der Film. Wenn sie einen Teil, einen Pixel der nächsten Map fertiggestellt haben. Es kommt eine neue Map. Wurde angekündigt von Among Us. Und wann?
Vermutlich in 2 Jahren. Wie wir es kennen. Okay, also übliche Zeiten. Warum bringen diese scheiß Creeper sich dauernd gegenseitig um? So, habt ihr gerade ein Bett in eurer Nähe? Nö. Gerade nicht, ich baue am Galgen. Kannst du das Tag machen? Ja. Puff. So hell. Ich muss mal Kühe suchen. Ich geh mal. Vielleicht sind hier wieder welche gespawnt in der Zeit. Damit ich noch ein paar Regale baue. Wenn nicht, mache ich die Regale offscreen. Ich mache noch Knöpfe an die Seiten. Die absolut keine Relevanz haben, aber vielleicht. Schadet immer nichts, nicht mal hier. Ist nichts Verkehrtes, wenn ich die Regale mal offscreen mache. Doch, die Regale müssen onscreen passieren. Das ist wichtig. Ja, sehr wichtig. Das denk brauchen wir. Das Terraforming dort hinten, also mein Berg, mein Hügel da von hinten ein bisschen hübscher zu machen, das kann ich bestimmt auch irgendwann mal, wenn ich Bock habe, mal zwischen den Aufnahmen tun. Ich mal ein paar Aufgaben. Ja, die Kühe habe ich ja schon abgeschlachtet. Ich glaube, die kommen nicht mehr wieder. Los geht's. Sagte er und sah eine Kuh. Da war gerade eine Kuh in einem Schaf drin. Ich will nicht wissen, was er da gemacht hat. Ich glaube, das wäre illegal. Ich glaube, weder der Kuh noch das Schaf interessiert, ob irgendwas illegal ist. Ich glaube schon, dass wenn die dann ihr Leben lang im Knast sind, deswegen. Und ich frage mich, was. Ich frage mich, was kommt dabei raus, wenn man eine Kuh mit einem Schaf holzt? Eine pelzige Kuh oder ein Schaf mit einem großen Euter? Eine eierlegende Wollmilchsau. Die ganz berühmte, die berühmte eierlegende Wollmilchsau. Man Huhn mit einem Schaf und. Da fehlt sowohl die Sau als auch die Eier. Da kriegen wir schon hin. Wenn alle miteinander gekreuzt. Ob das mal jemand versucht hat, die berühmte eierlegende Wollmilchsau zu kreuzen? Ist ja nicht gekreuzt, ganz einfach. Wir warten einfach mal so ein bisschen ab, bis die ganze Gentechnik und so weiter weiter ist. Würde ich nicht mehr kreuzen nennen. Nee, ich auch nicht. Erschaffen. Eben. Ja, seien wir mal realistisch, ich glaube, das wäre nicht das Erste, was gemacht werden würde. Ich fände es interessant, eine eierlegende Wollmilchsau zu sehen. Ja klar, aber was willst du damit? Okay, gucken wir mal. Eier haben, Wolle haben. Ja. Schön, dann hast du halt ein Tier, das noch mehr ausgebeutet und sonst was wird. Das arme Tier. Ja, aber es ist genau dafür gezüchtet worden. Peter wäre bestimmt dagegen. Peter ist bestimmt auch allgemein gegen Gentechnik. Oder Züchten. Ich glaube, manche Leute auf dieser Welt sind bloß einfach gerne dagegen. Egal worum es geht, einfach, es sind bloß einfach gerne dagegen. Egal wie gut ist das. Dagegen. Egal worum es geht, ich bin dagegen. Weil ihr nichts einfach davon versteht, ich bin dagegen. Das sind halt gerne Anti, die Heimat immer. Ne? Das wusste ich nicht, aber. Die wussten schon immer, wie man sich gut ausdrückt. Oh, haben wir nicht einen Huhn gesucht? Doch. Ja, bei mir vor der Hütte ist eins. Das ist mein Haushuhn. Bei mir ist auch eins und es hängt gleich. Modi hängt hier Tiere auf, das ist ja. 8, warum habe ich mir keinen Sattel mitgenommen? Platten. Warum habe ich mir keinen Leinen und keinen Sattel mitgenommen? Ich bin hier nochmal hinter auf die Ferse. Ich habe jetzt 10 verschiedene Sorten von Platten. Hier sind 10 oder 12 Pferde. Das ist hier das. Wenn nicht sogar mehr. Das ist eine ganze Pferdefarm. Also jetzt gerade im Bild sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pferde. 6 Pferde auf einem Fleck. Und hier ist noch ein Pferd. Hier ist ein siebtes. Hier ist ein siebtes Pferd, da ist ein achtes Pferd, da ist ein neuntes Pferd. Hier sind so viele Pferde.
Zu viele Pferde für mich. Neuntes Pferd. Ich wohne auf einem Pferdehof, ich habe genug Pferde hier. Das ist das 10. Pferd? Nee, das ist Schaf. Ah, wusste ich gar nicht. Ist es so billig oder freiwillig? Hier sind so viele Tiere in dieser, das ist halt, warum hier noch niemand gewesen ist und das. So viele Tiere. Das ist ein ganzer Bauernhof hier.